Dann schauen wir uns ein sehr verwandtes Thema an, nämlich Stromspiegel. Also bei einer Stromquelle, da habe ich eigentlich nur ein Ende der Schaltung, was ich dann letztendlich sozusagen nutzen möchte. Dort, wo ich die Last anhänge. Also dann, da baue ich alles aus und dann gibt es da einen Punkt, wo ich sage, da fließt mein konstanter Strom ein. Das ist die Aufgabe dieser Schaltung sozusagen. Beim Stromspiegel habe ich jetzt keinen konstanten Strom am Ausgang, sondern ich habe einen Eingangsstrom und einen Ausgangsstrom. Und ich möchte im einfachsten Fall, dass der Eingangsstrom und der Ausgangsstrom immer genau gleich groß sind. Und wenn ich, also man kann sagen, das ist eine stromgesteuerte Stromquelle. Wenn ich möchte, dass hier 1 Ampere fließt, dann muss ich da 1 Ampere reinschicken. Wenn ich möchte, dass da 1 Milliampere fließt, muss ich da 1 Milliampere hineinschicken. Wozu könnte ich das brauchen? Was? Stellt sich die Frage, warum man dann nicht einfach den Strom gleich durch die Last durchschickt? Ja! Na, das aber kann ich mir schon vorstellen, weil. Ja, wir kommen dorthin. Es könnte ja sein, dass ich den Strom quasi nur mit einem geringen Potenzial herauskriege, sozusagen, und dann aber wesentlich größere Ströme, wesentlich größere Spannungen sozusagen. Ja, das ist ein Ding. Sagen wir, ich habe da quasi eine kleine Schaltung, die hat irgendwie einen Ausgangspegel von maximal, weiß ich nicht, 5 Volt und kann mir dann eben ein paar Milliampere liefern. Dann habe ich hier am Ausgang ein abenteuerliches Physikexperiment, wo ich eine sehr, sehr hohe Spannung habe, aber letztendlich den gleichen Strom haben möchte. Dann brauche ich so etwas. Das zweite ist, in welche Richtung fließen denn diese Ströme? Die fließen beide in die Stromquelle, in dem Fall hinein. Wenn ich die mit PNP-Transistoren mache, komplementär, würden beide aus hier rausfließen. Und sagen wir jetzt, ich habe quasi eine Schaltung, die kann einen Ausgangsstrom liefern von so und so viel Milliampere und die möchte ich jetzt an eine zweite Schaltung anschließen und aus dieser zweiten Schaltung möchte ich jetzt den gleichen Strom hinausnehmen. Ich kann diese Schaltung nicht direkt miteinander verbinden, weil das, was die eine Schaltung rausschickt, will die andere ja aufnehmen. Und hier gebe ich quasi auf der einen Seite vor, von der Seite ist die Schaltung niederohmig, die schluckt den ganzen Strom, den ich hinschicke. Und von der anderen Seite nimmt sie dann eben maximal genau diesen gleichen Strom. Das kommt auch oft vor, dass man die Richtungen also ich habe einen Strom, der fließt in eine Richtung und ich brauche eigentlich genau den gleichen Strom, der gerade in die andere Richtung fließt, dann kann ich das so machen. Okay, wie funktioniert diese Schaltung? Im Grunde ist diese Schaltung ja sehr, sehr ähnlich der zweiten Schaltung, die wir vorher bei den Stromquellen gerade gehabt haben. Also ich habe eigentlich hier die rechte Seite ist genau gleich. Ich habe einen Transistor. An der Basis gebe ich irgendwie magisch ein Potenzial vor und ja, dann habe ich Basis im Mittelspannungsabfall und die Spannung an diesem Widerstand, die definiert mir jetzt dann den Strom, den ich da ausgangsseitig könnte ich R1 und R2 komplett weglassen, wenn ich sage, ich möchte I-in und I-out gleich machen. Ja, aber die Quelle wird dann ein bisschen ungenauer. Weil ich dann eben wieder diese Schwankungen habe von diesen 0,6 Volt. Das heißt, wenn ich einen genaueren Stromspiegel mache, dann sollte ich immer hier diese Widerstände haben. Ja, aber in dem Fall bietet es sich dann erst recht an, dass man da wirklich zwei Transistoren idealerweise sogar in einem Package. Genau, aber wir kommen gleich genau zu dem in einem Package. Gut, also diese rechte Seite, die kennen wir eigentlich schon. Das Einzige, was jetzt anders ist als vorher, ist, dass wir eine andere Herangehensweise wählen, wie wir zu dieser Steuerpotenzial kommen für die rechte Seite für die Stromquelle. Und dazu machen wir eben hier links quasi eine gleiche
Stromquelle im Wesentlichen. Stellen wir uns mal vor, diese Verbindung wäre hier nicht. Da hätte ich quasi zwei Stromquellen, aber nichts steuert diese Stromquellen. Wie könnte ich jetzt machen, dass ich quasi den Strom konkret vorgebe, indem ich eben die Basis zum Beispiel mit diesem linken Anschluss hier verbinde? Jetzt kann ich links so viel Strom hineinschicken, wie ich möchte. Sag mal, ich schicke hier 1 Ampere rein und sag mal, der Transistor hier hat eine Stromverstärkung von 100. Ja, dann werden ungefähr 10 mA da fließen und ungefähr 990 mA durch die Kollektor-Emitter-Strecke. Also der teilt sich einfach genauso auf, wie das für die Stromverstärkung von diesem Transistor passt. Und am Schluss fließt dieser gesamte Strom natürlich durch R1 durch. Damit habe ich im Grunde genau das erreicht, was ich haben wollte. Ich habe hier meinen Referenzstrom durch einen Widerstand, dann angehoben um den Spannungsabfall einer Basisemitterstrecke. Die matcht natürlich genau dem Spannungsabfall auf der anderen Basisemitterstrecke, weil ich die gleichen Transistoren wähle, und dann wieder einen Spannungsabfall an den Widerstand. Wie könnte ich denn diese Schaltung einfacher machen? Das heißt, das fließt eigentlich diese 10 Milliampere. Es ist nicht 10, 990, sondern es ist 10, 10 und 980. Ja, genau, genau. Aber wir gehen davon aus, die Stromverstärkung ist urgroß. Und genau. Aber wie könnte diese Schaltung einfacher machen? Das werden wir dann gleich sehen. Also wie kann ich den gleichen Effekt erzielen? Dass ich quasi an der Basis den notwendigen Spannungsabfall an einem Widerstand habe, plus die 0,6 Volt einer Basisemitterstrecke. Einfach eine Diode reinhängen, genau. Im Grunde machen wir hier genau das gleiche, was wir gemacht haben bei der bei diesem Diodenspannungsteiler für die Gegentaktstufe. Und da haben wir angefangen mit, naja, wir nehmen einfach eine Diode, die hat die praktische Eigenschaft, dass sie uns die Spannung dann um diese 0,6 Volt anhebt. Und dann bin ich aber hergegangen und in der Schaltung, die ich da aufgebaut habe, da habe ich dann keine Diode genommen, sondern da habe ich mir eine Diode gebastelt, indem ich bei einem Transistor die Basis und den Kollektor verbunden habe. Und genau das mache ich im Grunde hier auch, dass ich hier einen Transistor nehme, bei dem ich Basis und Kollektor verbinde, damit die dann eine ähnliche Eigenschaft hat wie diese Basisemitterdiode hier. Und anders als bei der Gegentaktstufe. Bei der Gegentaktstufe, da ist das jetzt nicht ganz so tragisch, wenn das nicht perfekt matcht. Da habe ich vielleicht dann einen größeren oder kleineren Querstrom durch die beiden Ausgangstransistoren. Aber hier, wenn ich hier auf der linken Seite eine andere Art von Basis-Emitter, also von NP-Übergang verwende als rechts, und die verhalten sich irgendwie inhärent anders, dann könnte es sein, dass mein Stromspiegel nicht mehr so gut funktioniert. Und darum wird man bei Stromspiegeln das eigentlich immer finden, dass man hier zwei Transistoren verwendet, obwohl der Transistor eigentlich nur eine Diode ist. Aber einfach nur, damit ich ein baugleiches Verhalten habe und die gleiche Spannung sehe, die da abfällt. Und wenn wir einen Stromverstärker haben wir zum Beispiel, das muss gar nicht ganz so ideal sein, dann stört das eigentlich gar nicht. Kann man auch sowas machen. Also es gibt sogar noch andere Arten, die zu bauen, wo man dann noch mehr Bauteile hat, aber das sind dann noch besser kompensiert.
Genau, das ist das ja. Dann schauen wir es jetzt gleich an. Natürlich, wenn ich jetzt hier meine Last habe und ich möchte, dass durch die Last 1 Ampere fließt, dann ist das vielleicht ein bisschen ungeschickt, einen 1 Ampere Steuerstrom zu haben. Sondern man will dann vielleicht hier irgendwie eine hoch ausgeklügelte Elektronikschaltung haben, bevor man dann da zu den fetten Transistoren geht und dann irgendwie den Motor ein- und ausschaltet. Und hier auf der linken Seite vielleicht mit einem Milliampere arbeiten. Und dann möchte man diesen Milliampere hier mit einem Faktor 1000 verstärken. Und natürlich steht es hier unten, aber wie würde man es machen, wenn man jetzt nicht da hinschaut? Und warum würde man es so machen? Ja, wenn du den R1 höher machst, dann ist das Potenzial von der linken Basis viel eher hoch, wenn mehr Strom, wenn viel Strom fließt, oder wenn der gleiche Strom fließt, dann steigt das Potenzial. Mhm. Dann muss man nicht so viel Strom reinschicken. Ja, also die Schaltung funktioniert ja darum, weil ich bei R1 und R2 den gleichen Spannungsabfall erzielen möchte. Und wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, dann macht der gleiche Strom den gleichen Spannungsabfall. Das heißt, dann müsste ich hier 1 Ampere hineinschicken, damit ich auf der Lastseite 1 Ampere bekomme. Aber natürlich kann ich eben diese Widerstandswerte auch variieren. Ich kann sagen, dann nehme ich 1 Ohm und dann nehme ich 1 Kilo Ohm. Und dann kriege ich hier 1 Volt Spannungsabfall, wenn ich 1 Ampere durchschicke. Aber wenn ich hier 1 Kilo Ohm habe, reicht mir 1 Milliampere. Und dann habe ich um den Faktor 1000 verstärkt. Und das ist auch eine Anwendung, die man oft findet für diese Stromspiegel, dass man einen Stromspiegel einfach nur macht, um zu verstärken. Weil man sieht eigentlich hier, das ist eine relativ einfache Art, ein Signal zu haben und das dann um den Faktor 1000 zum Beispiel zu verstärken, indem man einfach sagt, man nimmt diese Ströme. Man muss halt, wenn man mit Spannungen arbeitet, zuerst irgendwie die Spannungen in Ströme umwandeln und dann wird die Ströme in Spannungen. Wie wandelt man eine Spannung in einen Strom um? Den Widerstand. Widerstand. Wie wandelt man einen Strom in eine Spannung um? Den Widerstand. Den Widerstand. Super Bauteil, oder? Okay. Ja, und wenn man sich das eben durchdenkt, natürlich mit dem, was wir gerade gesagt haben, wir haben irgendwie U ist R mal I oder U ist R1 mal I1, aber das gleiche U ist R2 mal I2. Dann kann ich das einsetzen, das U fällt mir raus, kann ich umformen und dann komme ich eben auf das hier, dass sich der Eingangs- und Ausgangsstrom, so, also der Ausgangs- und Eingangsstrom so verhält wie der Eingangs- und Ausgangswiderstand. Also wenn ich den Ausgangsstrom 1000-mal so groß haben möchte, dann muss ich diesen Widerstand 1000-mal so groß machen. Gut. Gut. Fragen dazu? Ein Gleichheitszeichen liegt daran, dass die Widerstände zwar ein tolles 1 zu 1000 Verhältnis haben, aber dazu noch die Diodenabfälle kommen? Oder? Ja, also dass wir hier eben diese 0,6 Volt haben, dass ein Teil des Eingangsstroms durch den zweiten fließt und wir quasi, also hier ist der Eingangsstrom der Kollektorstrom plus beide Basisströme. Und der Ausgangsstrom ist dann nur dieser Kollektorstrom. Aber der eine Basisstrom fließt schon durch den anderen Widerstand. So kommt es zu kleinen Ungenauigkeiten. Aber in erster Näherung kommt es hin. Also sogar in einer sehr guten Näherung. Also in der Regel, wenn diese Schaltung quasi nicht genau genug ist, dann würde man jetzt nicht hergehen und diese Effekte genauer berechnen, sondern dann würde man eine ganz andere Art von Schaltung wählen. Wir kommen dann auch noch dazu, nicht heute, aber bei den Operationsverstärkern werden wir dann wieder sehen, dass man auch mit Operationsverstärkungen, mit Operationsverstärkern solche Dinge machen kann. Und die sind dann halt noch einmal deutlich genauer. Darum geschwungene Dinge. Ich bin sehr schnell damit, dass ich immer sage, ungefähr und dann. Ungefähr ist nie falsch. Selbst wenn es genau ist, ist es gleichzeitig ungefähr. Ja? Das ist eine dumme Frage. Wenn ich das, was ich hier habe, diesen Schaltungsteil quasi als Gegentakt Stufe ausführen hätte, dann könnte ich ja mit einem Strom, der hineinfließt, zum Beispiel jetzt statt der Last hätte der Batterie die Batterie laden und wenn ich ihn sozusagen dann raushole, dann ist funktioniert nicht. Ah, das geht nicht, aber wo du hin möchtest, ja, ist eine H-Bridge. Aber da brauchst du dann 4 Transistoren, das werden wir heute im letzten Block heute sehen. Also mit 4 Transistoren kann ich genau das machen, dass ich keine Last habe und sagen kann, der Strom soll so durchfließen oder so durchfließen.
Und speziell für Motoransteuerung wird das oft gemacht. Wenn ich einen Gleichstrommotor habe und ich will nach links und rechts drehen, muss ich halt den Strom in die eine oder andere Richtung durchschicken. Gut. Okay. Wie funktioniert die Schaltung? Spielt die Stromverstärkung der Transistoren eine Rolle? Sicher spielt die eine Rolle, weil sonst könnt ihr mit R1 und R2 nichts einstellen. Sagen wir so, ich habe links einen Transistor mit einer Stromverstärkung von 1000 und rechts einen Transistor mit einer Stromverstärkung von 1500. Genau, wäre fast wurscht. Es ist wurscht. Wenn, also wenn diese Widerstände hier 1% Toleranz haben, also die Stromverstärkung spielt insofern eine Rolle, als dass sie halt groß genug sein muss, dass ich mir erlauben kann zu sagen, dass sich die Basisströme da irgendwie aufteilen und so, das kann ich vernachlässigen, diesen Effekt, sondern ich kann quasi sagen, ich betrachte nur die Kollektorströme. Das ist das Einzige, wo die Stromverstärkung hier eine Rolle spielt. Aber es ist nicht so, dass ich quasi zwangsläufig zwei Transistoren verwenden müsste mit exakt der gleichen Stromverstärkung, dass ich irgendwelche aussuchen müsste oder so. Sondern wenn die Stromverstärkung groß genug ist, und das, dann gilt dieses Ungefähr-Zeichen. Aber kann ich mir nicht, wenn ich zwei unterschiedliche Transistoren nehmen, kann ich mir das dann nicht planen, einen Transistor zu nehmen und kann ich gleich eine Diode nehmen? Ja, wenn du zwei unterschiedliche Transistoren nimmst, ja. Aber auch wenn du einen BC547 zum Beispiel nimmst, und das ist ein BC547C zum Beispiel, dann hast du eben dieses, ich glaube, 400 bis 800 ist das Beta. Mhm. Also das kann eben um den Faktor 2 variieren, aber das ist uns ziemlich egal. Weil was wir brauchen, ist eine gleiche Kennlinie für die Basis-Emitter-Diode. Und die Kennlinie für die Basis-Emitter-Diode, die ist ja unabhängig von der Stromverstärkung. Also das Einzige, wo wir die Stromverstärkung hier brauchen, ist, sie muss groß genug sein, sodass wir anfangen können, dieses Ist-Ungefähr-Zeichen zu verwenden. Aber wenn sie auf der einen Seite 1000 ist und auf der anderen Seite 1500, ist es nicht so, dass irgendetwas um den Faktor 1,5 anders wäre. Gut. Was passiert, wenn die Widerstände sehr kleine Werte haben oder sogar ganz weggelassen werden? Ja, ich kann es nicht genau einstellen und alle Schwankungen von dieser Basis-Emitter-Diode wirken sich unmittelbar auf das Ergebnis aus. Also es ist dann nur noch ein ungefährer Stromspiegel, aber es ist nicht mehr so genau. Manchmal kann das aber genau genug sein. Wann werde ich denn sowas machen, dass ich diese Widerstände weglasse? In einem IC? Ja, in einem IC habe ich auch noch einen anderen Vorteil, nämlich dort sind die Transistoren, wenn sie räumlich nahe beieinander sind, meistens, sagen wir so, sie sind deutlich besser gematcht, als wenn ich jetzt irgendwie zwei Transistoren am Gehäuse kaufe. Aber ansonsten, wenn man so analog IC-Design macht, da gibt es dann noch genug Dinge, dass man sich Gedanken machen muss. Ich kann auch am IC, kann ich aber auch problemlos Widerstände machen am Polylayer. Was? Am Polylayer kann man auch super Widerstände machen auf einem IC. Wenn ich sehr viel Leistung durchlagen will. Genau. Wenn ich große Leistung habe, oder wie ich vorher gesagt, wie wir vorher gesagt haben, wenn ich quasi, die ganze Spannung, die ich habe, irgendwie möglichst viel an die Last bringen möchte und nicht irgendwie noch ein bisschen was verlieren möchte für diesen Widerstand. In der Regel will man aber hier diese Widerstände haben. Gut, was passiert, wenn die Widerstände sehr große Werte haben? Nicht, wenn ich irgendwie sage, ich will einen 1 zu 10 Stromspiegel, dann nehmen wir hier 10 Megaohm und da 1 Megaohm, dann kann man es genau einstellen. Was ist das Problem an diesem Stromspiegel? Man fällt die meiste Leistung an den Widerständen ab. Ich glaube, man würde überhaupt keine Leistung mehr umsetzen. Wenig I. Ja, genau. Also, wenn meine ganze Schaltung, sagen wir mal, mit 5 Volt rennt und ich habe jetzt hier
10 Megaohm. Kann ich den Strom fließen? Weißt du, wenn ich irgendwie ein Mikroampere durchjagen will, sind wir schon auf den 10 Volt. Ja, geht nicht. Ne? Halbes Mikroampere bin ich auf 5 Volt. Ah, geht auch nicht, weil ich brauche dann noch ein bisschen Platz. Ja? Also so 0,1 Mikroampere kann man drüber reden, aber was ist denn das Problem, wenn ich da, sagen wir, das reicht mir. Warum ist es trotzdem eine blöde Idee? Weil man dann sich sehr anstrengen muss, dass man den Eingangsstrom richtig hinkriegt. Ja, und es ist ein urkleiner Strom. Und diese ganzen Sachen, die man da... Ich muss dann da irgendwie sehr interessante... Also, wenn man einen Stromspiegel machen möchte für so kleine Ströme, dann, also zumindest mit Bipolartransistoren würde ich das nicht mehr machen. Also man wird selten Stromspiegel finden, die da unten irgendwie Megaohm-Widerstände haben. Und je nachdem, womit man arbeitet, so von mehreren Ohm bis wenigen Kiloohm sind so übliche Werte, die man hier hat. Wenn ich zu weit runtergehe, habe ich wahrscheinlich wieder das Problem, dass ich zu viele Schwankungen habe. Meinst du, wenn du zu weit runtergehst? Naja, wenn ich im Widerstand da ist, 0,01 Ohm oder so. Das hängt davon ab, nicht? Also wenn das irgendein Leistungswiderstand ist und du willst dann Ausgang irgendwie deine 40 Ampere haben, das kommt ja vor in elektrischen Anwendungen, dann kannst du auch so kleine Schandwiderstände haben, die halt dann irgendwie 0,1 Ohm und so. Das sind durchaus übliche Werte, auch noch kleiner. Aber ich mache damit nichts, weil das ist ernstzunehmende Energie und für Energie fürchte ich mich. Ich mag meine Information. So, wann und warum kann es sinnvoll sein, die Transistoren thermisch zu koppeln? Und wie macht man so eine Kopplung in der Praxis? Was heißt thermisch koppeln? Dass quasi, wenn der eine heiß wird, aufgrund des mechanischen Aufbaus die Hitze automatisch auf den anderen erreicht und dann sind beide heiß. Entweder indem ich sie im gleichen Gehäuse kaufe, also mit 6 Achsen sozusagen. Genau. Oder ich montiere sie am selben Kühlblech. Genau. Also im selben Gehäuse hat oft sogar noch den Vorteil, dass sie nicht nur in einem Plastikgehäuse sind, sondern am gleichen Teil. Und dass die quasi auch in dem Fertigungsprozess wirklich aus benachbarten Regionen aus dem Wafer geschnitten wurden. Weil es ist quasi ein Stück Wafer, auf dem zwei Transistoren drauf sind. Und das gibt es eben sowas. Und die klassische Anwendung von diesen Bauteilen sind Stromspiegel. Genau dafür will man das machen, dass die, wenn der eine heiß ist, wird der andere auch heiß. Und wenn das halt nicht geht, dann tut man sie auf einen gemeinsamen Kühlkörper schrauben. Ist aber natürlich nicht genauso gut, wie wenn ich die in einem Gehäuse habe. Und gerade wenn ich eben jetzt nicht einen 1:1 Stromspiegel mache, sondern einen, wo ich, weiß nicht, 1:1000 habe, dann habe ich ja genau das Problem, dass durch den da 1000-mal so viel Strom durchfließt wie durch den hier. Das heißt, der setzt 1000-mal so viel Leistung in Wärme um. Und wenn der 1000-mal so viel Leistung in Wärme umsetzt wie der andere, dann werden die sich eben nicht mehr so schön gleich verhalten. Und dann macht es eben sich Gedanken zu machen, wenn man das hinkriegt, dass die beide die gleiche Temperatur haben. Ja. Da ist aber dann schon die Frage, ob ich dann nicht auf der linken Seite einen kleineren Transistor nehme als auf der rechten Seite. Dann kann ich mir den Transistor links sparen. Dann kann ich dort auch die Diode nehmen. Stimmt, ja. Also, wenn man da wirklich jetzt diese Lastanwendungen hat, dann wird man den in der Regel nicht so bauen, sondern wird ein Operationsverstärker beteiligt sein, der diesen einen Transistor ein- und ausschaltet. Und das werden wir uns eh noch anschauen. Aber für so kleine Aufgaben ist das okay. Und wenn man dann eben große Unterschiede haben möchte und lastseitig vielleicht wirklich Leistung hat, da muss man sich eben Gedanken machen, wie kann man das thermisch koppeln. Kauft man nicht gleich so einen Transistor, wo zwei in einem Gehäuse sind. Gut, welche Anwendungen fallen uns für Stromspiegel ein? Was war die,
die einfachste Anwendung, die uns einfallen könnte, was man aus dem Stromspiegel machen könnte. Ja, also in Verstärkern kann man Stromspiegel vor, in Messgeräten kann man Stromspiegel vor. Aber ja, das ist ein bisschen so, wenn ich frage, was kann man mit einem Mikrocontroller machen, da sagt man ja, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine. Also das ist quasi schon so, ja, da kommen Mikrocontroller vor, aber es ist nicht sofort offensichtlich, welche Rolle der Mikrocontroller in dem System übernimmt. Worin ging es denn um den vorhergehenden Block? Also was könnte ich machen mit einem Stromspiegel? Ja, wenn ich zum Beispiel ich habe eine Stromquelle, die aber nicht in dem Spannungsbereich arbeitet, in dem ich gerne arbeiten möchte oder muss. Ja, ist unwahrscheinlich bei der Art von Stromquellen, die wir gerade vorher gesehen haben, weil da die rechte Seite gleich ausschaut. Okay. Naja, aber ich kann eine Stromquelle bauen. Weißt du, wenn ich eine konstante Spannung bereits irgendwo habe, dann kann ich die mit einem Widerstand an Strom umwandeln und den kann ich dann spiegeln. Nicht? Und ich kann nicht hergehen und kann sagen, wenn da jetzt irgendwie meine Last ist, hat der nächste auch was davon. So, also wenn das da meine Last ist und ich will da jetzt einen konstanten Strom quasi durchschicken, dann kann ich nicht sagen, okay, dann nehme ich irgendwie meine Quelle, den Widerstand in Serie hänge mit der Last und dann geht es da schon nach Ground, weil ich eben nicht weiß, wie viel Spannung beim gewünschten Strom an meiner Last abfallen wird. Also darum brauche ich ja diese Stromquelle. Aber wenn ich die Last nicht hätte, wenn es nur darum ginge, einen Widerstand zu haben und ich möchte, dass da ein konstanter Strom fließt, naja, das ist einfach, das kann ich mal ausrechnen. Also, das ist quasi nicht gut, aber was ich natürlich machen kann, ist sowas da. Dass ich quasi hier einen Stromspiegel habe. Nicht? Also das wäre. Siehst, dafür braucht man das. Das heißt, einen schönen, dezenten Farbton. Nicht? So. Das ist quasi mein eigentlicher Stromspiegel. Und den mache ich jetzt zu einer Stromquelle, indem ich hier etwas mache, mit dem ich einen bekannten Strom hineinschicken kann. Wenn ich schon weiß, am Schluss will ich da irgendwie 1 Ampere haben und da ist 1 Ohm, also ist da 1 Volt, also habe ich auf der Seite das Gleiche. Ich sage mal auch 1 Ohm und 1 Volt, ich mache einen 1:1 Strom, Energie ist uns wurscht, wir haben nur viel Energie zur Verfügung. Dann weiß ich, hier sind ungefähr 0,6 Volt, ja, dann kann ich mal ausrechnen, wie viel bleibt eigentlich noch über von meiner Versorgungsspannung? Ja. Und dann dimensioniere ich eben einen entsprechend großen Widerstand. Ja, nach einer Heizung, aber. Naja, ich kann den ja auch 1:100 zum Beispiel machen, dann ist auf der Seite eben nicht mehr so eine Heizung. Also das ist die einfache Sache, die man mit einem Stromspiegel machen kann, dass man einfach mal eine Stromquelle macht. Weil quasi auf dieser Seite ist es einfach, einen Strom fix vorzugeben, weil ich ja weiß, welches Potenzial ich da haben werde. Und dann spiegel ich das einfach auf die andere Seite rüber. Was mache ich denn, wenn ich den gleichen Strom dann noch ein zweites Mal brauche für eine zweite Last? Genau. Kann ich einfach sagen, machen wir die rechte Seite da ein zweites Mal.
zweite Last. Nicht? Weil die Basis, die haben wir ja schon vorgegeben. Und im Grunde kann ich jetzt, wenn wir sagen, der Basisstrom ist vernachlässigbar klein, weil diese Transistoren eine hohe Stromverstärkung haben, dann kann ich diese rechte Seite beliebig oft wiederholen und kann sagen, ich mache einen Stromspiegel mit 5 Ausgängen. Und ich kann diese Widerstände hier unten auch variieren. Also ich könnte mal eine Schaltung machen, da schicke ich einen Referenzstrom rein und raus kriege ich den Referenzstrom, das Zehnfache, das Hundertfache, ein Zehntel, ein Hundertstel. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, 100 LEDs blinken lassen möchte, weil gerade Weihnachten ist, dann kann ich quasi einmal eine Treiberschaltung machen, mit der ich irgendwie vorgebe, welcher Strom wann fließen soll. Und dann spiegelt es einfach für jede meiner LED-Reihen raus. Okay, gibt es noch Fragen? Wäre das was, was man dann wirklich real an einem, sag ich mal, zum Beispiel einen Mikrocontroller hängt, der jetzt nur einen DAC hat, wo ich dann wirklich mich da links an die hintere Versorgungsspannung mit dem Pin-Ausgang hänge und dann wirklich damit einen Ladestrom regeln kann? Ja, kannst du machen. Wäre genau die perfekte Anwendung dafür. Gut, wir haben dann noch diese Übung. Simulieren Sie einen Stromspiegel am PC, experimentieren Sie mit den Parametern der Simulation, insbesondere Temperaturunterschiede und so. Das würde ich dann wieder sagen, heben wir uns auf für den Schaltungssimulations-Workshop oder halt Experimentiergruppen und dergleichen.